Hallöchen, Leute, ich heiße euch willkommen zurück zu einem wundervollen neuen Part von SteamWorld Dig. Im letzten Part haben wir eine Menge Shit gemacht und in diesem Part machen wir weiter. Ich weiß noch nicht mehr genau, wo wir stehen geblieben sind, aber hey, ich bin hier, um das mit euch herauszufinden. Klingt das nicht toll? Das klingt bezaubernd, ich weiß. Ah ja, wir sind da stehen geblieben, dass wir den Dampfrohre haben und ratatatatata und uns überall durchbohren können. Und übrigens eine Sache, die mir gesagt wurde, welche ich beim letzten Mal nicht wusste, das ist eine interessante Sache. Und zwar, wenn man in Höhlen mit einer Nummer drauf stirbt, dann verliert man seinen Loot nicht. Hätte ich das mal früher gewusst, dann hätte ich mir einiges an Ärger erspart. Und wir sind kehren zur Stadt zurück, okay? Was ist das jetzt eigentlich für eine Höhle? Da war ein Totenkopf drauf. Und da links haben wir ein bisschen Loot. Den Loot nehme ich mit. Vielleicht sollte ich den Bohrer verwenden. Ja, ich verwende den Bohrer. Ratatata! Wundervoll. Komm her, du Scheißviech. Ja, yeah, wie gefällt dir das? Okay, ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, in welcher Höhle wir jetzt unterwegs sind, aber hey. Ist, denke ich, eine nette Höhle. Ich meine, da war ein Schädel drauf und ein Totenschädel ist immer eine nette Sache. Deswegen erkunden wir hier mal und schauen, was wir so finden. Bohr dich mal durch, Alter. Dankeschön. So, will ich da drauf? Tut mir das Feuer weh? Nee, ist ein nettes Feuer, okay. Aber wisst ihr was? Ich glaube, es wäre vielleicht nicht verkehrt, wenn ich nochmal versuchen würde, hochzugehen. Weil ich glaube, da oben kann ich noch irgendwas entdecken, oder? Gibt es hier noch irgendwas für mich? Was ist denn das? Oh! Was? Okay, cool. Ich glaube, wir haben einen Shortcut gefunden, Leute. Gib mir ein Geld, Dorothy. Dankeschön. Weiß ich sehr zu schätzen. So, mir wurde auch gesagt, dass ich mir doch die Rüstung kaufen sollte. Deswegen versuchen wir mal, das zu machen. Hey, der Mund, Cranky! Aber man findet sich... Aber man kann sich's nicht aussuchen. Ja, hast du recht. Halt den Mund. Plattenrüstung sollte ich kaufen. Dann nehmen wir die mal mit. Yay. Okay, und sonst? Was gibt's sonst noch? Kohle-Laterne bringt nichts. Die kann ich mir gleich sparen zu kaufen. Aber wir nehmen noch einen Teleporter mit. Und dann würde ich sagen, sind wir auch schon wieder bereit, um weiterzugehen. Yay. Geh runter mit dir. So, was gibt's denn sonst noch? Ernsthaft, wo bin ich hier? Ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll. Ich bin mir da ein bisschen unsicher. Aber hey, wir sind hier, um herauszufinden, was wir davon halten sollen. Deswegen schaffen wir das auch. Ich glaube, ich will hier weg, oder? TNT-Fass. Was ist dein Ziel? Was machst du hier? Okay, ich wusste, dass es gleich passiert, aber ich hatte Angst davor. Ich bin trotzdem erschrocken. Es explodiert also. Damit hätte niemand gerechnet, dass TNT explodiert. Jetzt wissen wir es aber. Und es hat gar nicht mal so viel Schaden gemacht, wie ich gedacht hätte. Na, fucking TNT, für wen hältst du dich? Nicht mit dem SteamWorld Dickman. Oh Gott, das Name ich vergessen habe an. Alter. Wisst ihr, woran der Typ mich erinnert? Ich habe vor kurzem ein bisschen Resident Evil 4 wieder gespielt. Da gibt es auch Typen, die Sprengstoff um sich herumwerfen. Die sind wie der Typ, nur grunzen sie weniger. Also sie grunzen schon, weil... Das sind verdammte Mutanten, die Las Plagas. Also die grunzen auch, aber nicht so wie der. Die grunzen anders, wenn ihr versteht. Wirf dein TNT. Trottel, jetzt bin ich selber um. Dankeschön. Ah, wäre nett, wenn er mir ein Herz gegeben hätte, muss ich ehrlich gestehen. Aber okay, man kann ja wohl nicht alles haben. Aber hier sollten wir uns durchbauen können. Wundervoll, wundervoll. Sieht alles soweit ganz gut aus, würde ich mal sagen. Schoklid? Ist das Schokoladen? Der Mineralienzeug? Wahnsinn. Was für eine Zeit wir hier leben. Unglaublich. Ich stelle mir gerade die Frage, ob ich hier überhaupt runter will. Okay. Wenn es anfängt zu leuchten, okay. Oh, ich weiß nicht, was ich von den Fässern hier halten soll. Lauf. Shit. Zu früh. Ha! Okay. Ich wollte gerade weghüpfen. War wohl zu spät, wir machen weiter. Danke, Lady. Für was auch immer. Danke. Okay, das hat nicht so gut geklappt, gebe ich zu. Aber hey, dafür... Ich glaube, es hat keine guten Seiten, aber das Wasser ist wieder da. Das ist auch ein Anfang. Ich meine, Wasser auch für Roboter ist das eine enorm wichtige Sache. Damit können sie dann so Dinge wie den Dampfsprung machen oder den Bohrer benutzen. Den Bohrer. Zieht euch erst rein. Super nützlicher Scheiß. So, was gibt's hier sonst noch?
Okay, hier schnarcht jemand. Ich vermute mal, dass es der Typ ist. Alter, siehst aus wie Gollum, weißt du das? Ha! Trottel! Habe ich dann... Habe ich nichts, womit ich die besser ausschalten kann, die Teile? Oder sollte ich einfach mich an den vorbei... Ich glaube, ich sollte mich an den vorbeibuddeln. Ja, das scheint mir ein bisschen plausibel zu sein. Wir halten uns fern von den Teilen ab jetzt. Sie sind ein schlechter Einfluss auf den guten Steamboat Dickman. Und schlechte Einflüsse sind bei uns natürlich immer nicht so gern gesehen. Das ist ja ganz klar. Hm, da würde ich unfassbar gern rüber. Wisst ihr was? Wir setzen eine Leiter ein. Bam. Bam. So, dann kommen wir jetzt rüber. Und wir bekommen dafür... Wow! Ein Granitding. Auch da habe ich wieder dumm gebohrt. Ah! Es ist immer so schwer nachzudenken, wo man nach unten bohren soll und wo nicht, damit man sich keinen Weg versperrt. Okay. Alles klar bei euch da unten? Will ich überhaupt zu euch? Ich glaube, ich schaue bei euch vorbei. Ey, ihr habt da lautes Getöse gehört. Was weißt du darüber? Teleporter. Antworte mir, was weißt du darüber? Shit. Moment. Was weißt du? Shit! Ich wollte mir nicht den Boden unter den Füßen weghauen. Wirklich nicht! Ich wollte den Typen hauen. Und ich sehe schon, das ist ja so ein Part, in dem wir gerade irgendwie gar nichts hinbekommen. Aber das ist ganz natürlich. Sowas passiert manchmal. Sowas kommt in besten Familien vor. In schlechten Familien. Boah, lass mich davon gar nicht erst anfangen. Da wimmelt es nur so von Mord und Totschlag. Aber in guten Familien. Auch da gibt es mal den ein oder anderen Mord. Ich meine, schaut euch mal jetzt müsste mir eine gute Familie einfallen, die sich umbringt gegenseitig. Mir fällt da keine ein. Schaut euch mal die... Ihr wisst schon wen an. Die machen sowas auch immer. Jeden Tag. Alle drei Kinder. Innerhalb von einer Woche waren die alle weg. Zufall? Ich denke nicht. Ja, ihr versteht schon. Okay, der Typ. Okay. Okay, Notiz an mich selber, hör auf zu sterben. Ich muss sagen, ich mag die neuen Gegner nicht. Ich kann mit denen nicht richtig umgehen. Was vermutlich daran liegt, dass ich die ganze Zeit in sie reinrenne, aber auch abgesehen davon, dass so... Ich weiß nicht. Ich bin kein Fan. Aber hey, wenigstens ist er tot. Das heißt, wir holen unsere Loot wieder ab und dann ist wieder alles ziemlich super. Denke ich. Dann können wir weitermachen. Im Idealfall vielleicht nicht die ganze Zeit mehr sterben. Und ich frage mich gerade, gibt es hier drin eigentlich überhaupt irgendwas oder ist das, was ich hier mache, alles komplett für den Arsch? Moment, mit X kann man rennen. Böses Fass. Ganz, ganz böses Fass. Was mache ich denn mit dir? Was mache ich denn am besten mit dem Fass hier? Ich glaube, ich buddel mich unten durch. Mit dem Bohrer. Oh, Beeilung. Okay. Das ist mir zu knapp. Okay. 1A Leistung. Oh, yeah. Gib mir das Gold. Ich würde den Diamantblock gerne auf ihn fallen lassen. Geh weg. Hä? Was soll ich denn gegen die Viecher machen? Kann ich die... Oh Gott! Okay, wir beruhigen uns jetzt wieder. Und dann holen wir unseren Loot ab und dann verziehen wir uns von hier, weil die Gegner hier Bullshit sind. Ich meine, was ist das? Warum ist hier überall Sprengstoff? Was kann ich gegen den Sprengstoff machen? Vielleicht wurde es mir erklärt und ich habe es nicht durchgelesen. Das kann natürlich sein, aber... Verdammte Scheiße, was ist das hier? Das ist ja... Buh! Buh ist das! Buh! Hör auf damit. Dankeschön. Okay, jetzt konzentrieren wir uns aber wirklich und diesmal versuchen wir wirklich, wirklich nicht zu sterben, okay? Das ist unser Loot. Wir haben es ja weit geschafft. Ach, da oben ist ein roter Punkt, wo ich hin will. Interessant, vielleicht sollte ich da hin. Ich glaube, dafür muss das Fass weg. Ich weiß auch schon, wie ich das mache am besten. Fall runter. Ah, komm schon! Schrecklich. Ja, wirft den Dynamit, bring dich selber um. Trottel, okay. Ich bin wieder voll am Start, Leute. Jetzt geht's wieder bergauf, okay? Versprochen. Ich verspreche es euch. Seht ihr? Da ist eine Höhle mit einer 1. Eine 1? Oh Gott. Oh Gott.
Mir gefällt das ja nicht. Mir gefällt das ja ganz und gar nicht. Ja, wirft dein Dynamit. Oh Gott, weg hier. Das hätte schief gehen können, Leute. Das hätte leicht schief gehen können. Aber ist es natürlich nicht. Ist ja alles cool. So, und mir ist auch eine Sache aufgefallen, wenn man... Oh, wie geht das? Irgendwo... Genau, wenn man Select drückt, kann man Sachen aus dem Inventar werfen. Zum Beispiel sagen wir, hey, Schokolid, so köstlich du auch bist, du bist uns nicht gut genug. Wir wollen lieber den Amethyst mitnehmen. Ganz klar. Zum Amethysten sagt man nicht nein, da sagt man, komm mit. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, was ist das hier? Das war ein hoher Sprung. Okay, Schalter. Ups. Yes, Tor öffnet sich. Seht ihr, wir machen doch wieder Fortschritt, Leute. Jetzt nicht sterben, bitte. Oh. Ich hoffe, ich... Okay. Okay, ist ja gut. Du kannst nicht richtig hüpfen. Ich habe schon verstanden. Habe ich jetzt schon mitbekommen. Ganz wieder auf dann. Ach du Kacke. Ein trunkener Ork oder was das ist. Was soll ich denn gegen den machen? Ich glaube, ich will ihn irgendwie runterfallen lassen. Ich glaube, das war mein Ziel. Ja. Oh, das wird lustig. Trottel. So, was gibt's hier oben? Glowy Balls! Kommt zu mir, ihr Glowy Balls. Ihr glowt so schön. Das ist wie Weihnachten. Nur nicht feierlich und festlich. Aber ansonsten 1:1, sage ich euch. 1:1 Weihnachten. Und da war ein Glowy Glowy Mushroom. Von dem wollten wir uns ehrlich gesagt fernhalten. Kann ich den eigentlich, wenn ich so... Nee, kann ich nicht erwischen. Wisst ihr was? Ich lasse ihn jetzt auch einfach da unten. Das ist mir egal. Das ist nicht mein Problem. Geht mir nichts an, was der da macht. Oh, neue Fähigkeit. Oh, sag ich was Gutes. Dynamit! Yes! Ich glaube, das ist nicht gut für mich, wenn ich Dynamit habe. Soll ich das jetzt offensiv einsetzen oder wie so? Wir setzen es hier einfach mal ein. Yeah! Das war cool. Okay, aber liebes Spiel. Man sollte mir kein Dynamit in die Hand drücken. Das geht nicht gut aus. Ich hoffe, das weißt du. Denn wenn nicht, dann weißt du es jetzt. Du hast einen großen Fehler begangen. So, bohren wir uns nach unten. Glowy Balls! Shit, ich dachte, ich wäre schnell genug. War ich aber nicht. Plot Twist. Ich glaube, ich muss mir echt mehr Leben kaufen. Vielleicht eine bessere Rüstung noch oder so, wenn das geht. Selber habe ich nicht verkehrt. Und hier will ich mich nicht komplett runterbohren. Und nicht direkt runterfahren, weil ich da ein bisschen Angst vor habe. Was ist das? Oh. Boing. Boing. Danke, Bouncy Mushroom. Danke. Warst mir immer eine große Hilfe. Das weiß ich sehr zu schätzen. Wisst ihr was? Ich glaube, boing, hier bei den Bouncy Mushrooms ist ein guter Platz, um eventuell, genau hier. Hier setzen wir den Teleporter hin. Piu. Wir gehen hoch. Okay, Lady, gib mir mein Geld. Das habe ich mir verdient. Oh, $320. Alter. Tumbleton wächst. Biff. Biff ist am Start. Es geht ab, Biff. Ich mag Biff. Glaube ich. Discount. Naja, wo ist das Empfangskomitee, Kumpel? Biff ist zurück. Yeeha! Hier war ich selbst, als ich noch grün hinter den Ohren war. Harte Zeiten. Seitdem, fürwahr. Es heißt, du bräuchtest hier den zweiten Frühling. Du brachtest den zweiten Frühling her, mein Freund. Biff Bacon ist, wo immer das Geld ist. Biff Bacon. Ey, was? Warum verkaufst du mir die Scheiße nicht? Ein bisschen zu früh dafür. Vielleicht findest du in einem anderen Laden etwas, mit dem du umgehen kannst. Arschloch. Meisterbohrer. +4 zu Bodenschaden, Alter. Was sagst du dazu? Hast du was Cooles für mich? Ich glaube, ich muss erst die Stahlpicke kaufen. Oh, Zerstörerpicke. Ach so, das erhöht den Schaden an Gegnern. Genau. Weißt du was? Ich kaufe den Meisterbohrer. Gib mir den Meisterbohrer, Alter. Boah, der Boromat kommt danach. Boromat! Das klingt schon so super. Ich glaube, das kann nur super werden. Ich freue mich. Auf jeden Fall sollte unser Bohrer jetzt ein gutes Stück besser sein. Ich meine... Alter. Das ist jetzt ein guter... Das ist jetzt ein richtig guter Bohrer, Leute. Könnt ihr mir ja sagen, was ihr wollt, aber... Das ist solide. Boom.
Nein, geh weg. Ja, komm her. Geh weg. Komm her. Ja. Ja. Okay. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, das Combat-System, das ist irgendwie gut. Vielleicht sollte man mit dem Bohrer nicht kämpfen, aber... Gibt es eigentlich bestimmt einen Grund dafür, dass die Waffen keinen Rückschlag haben, wenn man damit Gegner trifft? Also... Gibt es einen Grund dafür, oder ist das einfach nur so eine Aktion, um einen anzupissen? Ey! Alter! Alter! Beruhige dich mal! Er beruhigt sich nicht. Ich habe ihn gewarnt, oder? Ich habe ihn gewarnt. Und... Fürs Niesen. Oh. Das konnte ich nicht mehr verhindern. Ach, du Kacke, er lebt noch. Na warte, du fällst jetzt runter und stirbst. Na warte. Ja, wie gefällt dir das? Bitchkopf? Apropos Bitchkopf. Mach ich das hier am besten? Na, ja, Alter! Was ist denn dein Problem? Aber ernsthaft, komm mit System in dem Spiel. Was ist der Grund dafür, dass die Spitzhacke keinen Rückschlag hat? Dadurch würde das Ganze sehr viel besser funktionieren. Na, aber gut. Aber gut, da ist ein Teleporter. Ha! Und mir wurde geschrieben, dass es keinen anderen Teleporter mehr gibt. Zumindest in dem ersten Gebiet. Wahrscheinlich sind wir jetzt im zweiten Gebiet. Moment, was? Ich kann die Blöcke mit meinem Kopf kaputt machen. Cool. Wahrscheinlich so eine Dampfsprungmethode. Alter, so viel besser, der Bohrer. Unglaublich. Grün. Okay. Lady, was machst du eigentlich für mich? Du machst gar nichts für mich. Cool! Kauf meinen Crap ab! Yeah, 150. $150? Das ist schon mal was. Hast du irgendwas Cooles für mich? Gesundheit, 6 Taler, das ist mir wert. Was auch immer die Währung hier sein soll. Dynamit ist billig, da nehmen wir mehr. Wisst ihr was? Ich will eigentlich lieber die Zerstörerpicke. Da habe ich eigentlich mehr Interesse dran. Ich will im Nahkampf mehr Schaden austeilen. Nein. Wir werden nicht die andere Picke aufleveln, sondern erst dann die Zerstörerpicke. Ganz klare Sache. Oh Gott. Das was leckt mich. Yeah. Du hast dich mit dem Falschen angelegt, schlafender Trottel. Er hat geschlafen. Es war reine Notwehr von meiner Seite aus. Was sollte ich sonst machen? Okay, da kommt nicht durch. Ich bin übrigens ein großer Fan von dem neuen Bohrer. Der ist echt ziemlich super. Ich meine, schaut euch das an. Wow, das ist ja shit. Und Biolith. Ja, nur durch die Felsen kommt er immer noch nicht sonderlich schnell durch. Stirb! Kackviech, du sollst sterben! Ja. War es das wert, dafür so viel Wasser zu verschwenden? Vermutlich nicht. Aber, ich stelle mir jetzt gerade eine Frage. Was passiert, wenn ich dieses Viech erstmal töte? Oh, das sind ja zwei. Komm her, stirb. Ja, du auch. Komm her. Sehr seltsames Kampfsystem nach wie vor. Und was passiert, wenn ich die Teile kaputt... Dann passiert gar nichts. Okay. Ich hätte mit ein bisschen mehr gerechnet, aber... Okay. Ich beschwere mich ja nicht. Obsidian. Wir sind also schon richtig tief. Okay, vermutlich will ich nicht direkt neben dem TNT fassen und mich nach unten bohren. Ist nur so eine Theorie, aber wird wahrscheinlich so sein. Scheinbar, es klingt für mich plausibel. So, boing, boing. Okay, ich werde erstmal mein Wasser auffüllen. Na, köstlich. So, dann können wir auch schon weiterbauen. Zu den wertvollen Rohstoffen, die uns so sehr am Herzen liegen. Obsidian, oh Gott. Ja, lauf! Okay. Das war eine große Explosion, du Vollidiot. Gut, ich würde sagen, die mit dem Sprengstoff, mit denen kann ich umgehen. Die sind nämlich Idioten und sprengen sich regelmäßig selbst in die Luft. Da habe ich kein Problem mit. Aber die anderen, lass mich ja nicht erst von den anderen her anfangen. Shit. Die sind schrecklich. Also wie du, Kackviech. Und du da drüben auch. Denkst du, ich sehe dich nicht? Ich sehe dich. Ja. Siehst du mal.
Kacke. Vermutlich will ich dieses Teil hier auch entfernen. Scheint mir ein bisschen im Weg zu sein. Ja. Wundervoll. Wo war denn der Teleporter? Ich würde nämlich ehrlich gesagt jetzt nochmal kurz eben nach oben gehen. Denn der Part ist so gut wie zu Ende, liebe Leute. Wir können es ja nicht einfach hier mitten in der Höhle beenden, das ist ja... Wie sieht das denn aus? Was sollen denn die Nachbarn denken? Macht euch darüber mal Gedanken. Es geht so nicht. Oh shit. Ich wollte eigentlich rennen, hab den falschen Knopf gedrückt. Aber wir haben hier eine Menge Wasser. Betrunkener Flaschenwerfer Rinski. Und dem will ich mich fernhalten. Der ist nämlich ein Arsch. So, dann geben wir unseren Crap noch ab, Lady. Gib mir Geld. $160, das ist auch schon wieder etwas. Naja, ich habe zu wenig Glowy Balls, um mir was Cooles zu kaufen. Aber gut, liebe Leute, ich würde mal sagen, noch mehr Glowy Balls sammeln wir im nächsten Part von Steam World Dig. Ciao.